Au, Saiyan Army und willkommen in der Casa de Mutsu. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Rundblick gönnen, wie ich so lebe, wie es momentan mir aussieht. Ich bin ja jetzt umgezogen und damit ihr mal seht, wie es so ein Saiyan Alltag ausschaut oder so, wie es hier ausschaut. Kleiner Einblick. Okay, wir gehen einfach mal rein. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Oh, Hochsicherheitstakt hier. Fingererkennung, warte, Finger ist gut. Gut. Hoffentlich kommt keiner. Gut. Okay. Also wir gehen rein. Tada! So, wenn man natürlich gleich von. Ach, hört ihr die Flugzeuge? Wahrscheinlich nicht, aber ja, hier haben wir drei geradeaus. Über die Hängebrücke vorbei an den Krokodilen ist dann das Klo und so. Aber hier gehen wir rein in die Küche. Und ich wollte gerade meinen Anzug waschen, man sieht es vielleicht. Das zweite Teil ist übrigens, zeige ich euch gleich. Hier muss ich auch noch arbeiten, Stromglas und so. Natürlich Dragon Ball und so. Milch. Und den nehmen wir gleich mal. Weil, ihr habt es vielleicht gar nicht gesehen, aber es ist dieselbe Hose, nur in einer anderen Farbe. Ich kam offen gestanden nicht dazu, die zu färben bisher. Aber es ist dieselbe Hose und ich muss die noch färben. Habt Nachsicht, bitte. Ihr seht, also ich muss den jetzt echt mal waschen. Es wird mal wieder Zeit. Und das sind übrigens meine Wäschedinger mit, Küche, mit hier meinen Brotmessern. Und da draußen ist übrigens, Sekunde, schmeißen wir mal schnell die Maschine an. Und zacki. Veranda. Hoffentlich geht das nicht alles ab. So, hier draußen ist übrigens, das ist mein Garten, der mit dem Stuhl. Und hier so ist übrigens ein Grashüpfer drauf. Ich hoffe, dass der irgendwann mal rausspringt oder abspringt. Deswegen habe ich. Oh, Gott sei Dank. Deswegen habe ich das da draußen hingestellt und es steht nicht mehr da. Hier ist übrigens mein Schuhregal. Eigentlich brauche ich ja nur noch die hier oder für den Sport die anderen. Und ja. Schuhe habe ich übrigens gesagt, keine an. Genau, und da ist übrigens nochmal Milch und nochmal Milch und wie sieht es eigentlich mit dem Kühlschrank aus? Also wir haben Eier und Milch und Brötchen noch und hier keine Ahnung was, falls ich mal Damenbesuch bekomme. Ja, so viel dazu. Wir gehen mal weiter. Ach, das ist Müll. Was auch ganz cool ist, also ich zeige euch mal, das sind so alle meine Tassen und ihr seht, man braucht viele Eierpappen, wenn man in Saiyan ist. Und ja, das ist so mein Geschirr. Zack, zu die Maus. Das Tolle ist bei der Wohnung, man kann einfach zuwerfen. Und es ist saurig. Und also ihr seht, relativ dürftig ist es. Zack. Wie immer weiter. Vorher natürlich. Hier muss ich mich immer relativ kurz halten. Hi. Saiyan braucht nämlich 5 verschiedene Zahnbürsten und alle in pink. So, wir gehen weiter. Ja, und hier Leute, hier findet die Magic statt. Immer wenn ich nicht streame, stündlich, momentan noch allein, aber vielleicht ändert sich das. Ja, okay, falsche Anspielung. Ja, hier versuche ich ein bisschen das Klimpern zu lernen. Und genau wie da auf der Klampfe, die Couch, die durfte ja aus den bisherigen Videos bekannt sein, mit dem Shirt oder Niggi. Und der gute Balkon mit dem Hundesack momentan, damit er mal ein bisschen lüftet. Und ja, die kennt ihr schon, die Milch dürfen natürlich nicht fehlen. Und ich habe sogar eine Pflanze. Oh Gott. Sie ist vielleicht nicht mehr. Oh. Aber. Na gut. Ich. Magic. So, das. Oh, die kommt schon wieder. Die kommt noch. Ich bin mir sicher. Ich hoffe es. Einfach mal. Ja, und so viel zu dem Rundgang. Also, es ist mein Wochenend-Apartment. Nein, es ist
Klein, aber fein. Und ach, was ich euch gar nicht gesagt habe, beim Klo, wenn man reinkommt. Ach, pass auf, ich zeig's euch jetzt mal. Ja, Leute, wenn ihr beim Kacken einfach mal zu laut seid, einfach hier rüberlehnen, andrücken. Oh yeah. Zack. Wenn man mal vergisst, die Boxen draußen aufzudrehen, kann man es drin machen. wie gesagt, wir Männer brauchen beim Kacken unsere Ruhe. So hat Mario Barth es jedenfalls mal gesagt. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der kleine Rundblick gefallen. Immer genügend Milch zu Hause haben. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf den Stream hoffentlich heute gleich. Und au!